Hey und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder etwas extrem Interessantes und zwar einen Schrumpfstrahl in Minecraft Vanilla. Und das ist etwas Besonderes. Hier ist kein Mod mit drin, sondern nur ein kleines, aber feines Datapack von einem Kanal, den ich schon seit Ewigkeiten kenne, aber der seit langem mal wieder ein Video hochgeladen hat, nämlich von Seth Bling. Ich werde es auch in der Beschreibung verlinken, da könnt ihr es euch selbst mal ziehen. Und damit kann man in Minecraft Pfeile verschießen. Dort, wo die Pfeile aufkommen, gut, das geht auch so normalerweise mit dem Bogen, ne? Aber da, wo die Pfeile aufkommen, dort wird in einem 8x8 Feld sozusagen die Gegend gescannt, also zumindest ein 8er Durchmesser. Und das wird dann zusammengezogen und geschrumpft mit richtig coolen Effekten. Und das gucken wir uns gleich mal an. Wir dürfen das Intro nicht vergessen, das füge ich jetzt gleich mit ein. Und kleine Erinnerung, falls ihr auch neu auf meinem Kanal seid, ich stelle öfters solche Sachen vor. Und verpasst es ja nicht, den Abo-Button zu drücken, dann bekommt ihr auch Bescheid beim nächsten Mal. Pass auf, das wird jetzt gleich richtig, richtig cool. So, Intro. Okay, ja, wir brauchen dazu nur einen Pfeil. Das Video wird auch eher ein bisschen kürzer, weil ich größer als apropos, ich habe noch ein Datapack, Resource Pack drin, wo ich Venom vorgestellt. Okay, das Resource Pack habe ich gerade mal rausgemacht. Und jetzt kommen wir zum Bogen. Okay, ich werde hier ein bisschen mit rumspielen, ein bisschen experimentieren und einfach ein paar Sachen zeigen und das ist extrem spaßig. Hier ist so ein kleiner Baum, guckt mal genau hin, wenn ich da jetzt drauf schieße. Bam. Nichts passiert, na doch. So, mega cool, oder? Das ist übelst cool. Und jetzt habe ich hier unten eine Kopie von dem, was ich gemacht hatte. Ah, die Blumen sind da, wie sie waren. Der Baum ist da, wie er war. Und das sieht mega cool aus. Und halt ein bisschen laggy auch. Im Spectator-Mod können wir sehen, hier sind für jeden Block ein einzelner Armor-Stand platziert worden. Und das ist echt heftig. Vielleicht sollte ich, bevor ich weitergehe, weil das ziemlich ruckelig halt jetzt geworden ist, auch ein bisschen die Armor-Stands mal clearen oder so. Wäre vielleicht nicht verkehrt. So, ich habe einfach alle Entities gecleared. Mich selbst dann mit, aber ist egal. Und dann ist auch wieder der Amos, das Ding hier verschwunden. Und damit kann man einiges machen. Man muss da noch einige Sachen bedenken. Beispielsweise, man kann auch einen See damit machen. Ich würde hier mal ganz kurz hier so dazwischen schießen, damit ich rechts und links ein bisschen Wasser mit drin habe. Wasser kann man ja leider nicht in eine Miniaturform basteln. Aber das wurde durch eine andere Geschichte gelöst. Und zwar ist hier jetzt hellblaues Glas eingefügt worden an der Stelle, wo vorher das Lava war. Und es ist wirklich 1:1 kopiert und es sieht, gut, hier kann man jetzt nicht so viel sehen, aber ihr könnt damit praktisch ein Haus, das Haus eines Spielers schrumpfen lassen. Einfach nur so aus Ärger. Oh, das ist gut. Was aber auch noch mir aufgefallen ist übrigens, wenn ich Wasser nehme und fließendes Wasser irgendwo runterlasse, beispielsweise hier oben, ja, so fließendes Wasser, und ich schieße jetzt hier drauf, dann wird nicht nur der Wasserquellblock ersetzt, sondern auch das fließende Wasser, was wir eben gerade hatten, was den Berg runtergeflossen ist, so wie wir es hier haben, tada, wurde 1:1 mit ersetzt. Oh, das macht so Spaß, einfach Schrumpfstrahler des Todes. Dann kann man sich nicht hier draufstellen? Nö, man fällt durch, weil das Armor Stands sind, die nur diese Teile halten, die sind unsichtbar und ja, da kann man durch. Einfach nur eine Replizierung. Die halten praktisch die Blöcke. Und er hat das irgendwie so erklärt, wie das funktioniert, dass man sich ja in 1.13 Block Daten einfach schnappen kann und in Scoreboards einspeichern kann. Hat er auch gemacht, dann einfach alles zusammengezogen und wieder aufbauen lassen. Und so hat er ja dann praktisch die Armor-Sense genommen, die Blockdaten halten, die vorher gescannt wurden. Und das ist nicht schlecht. Oh, ich würde gerne noch so ein bisschen weiter herumspielen, rumexperimentieren. Das macht einfach Spaß. Wir könnten mal irgendeine andere Location suchen oder so. Und wie gesagt, das ist in der 1.13.1, also die allerneueste Minecraft-Version. Gut, geht doch erst seit 1.13 mit den Dingen, aber ist irgendwie nicht so viel Platz. Oh, ich schrumpf mal ein Dorf. Cool. Ja, und dann würde ich sagen, zersägen wir mal hier das ein oder andere Dorfbewohnerhaus. Das wird gleich extrem cool. Ja, klasse. Und ja, das war das Intro, habe ich gerade aufgenommen, deswegen habe ich nichts gesagt. Holy moly, es geht mit allen Blöcken einfach. Der Weg ist sogar auch noch mit reingesetzt worden.
Oh, es macht so Spaß. Es macht einfach so Spaß und sieht so cool aus. Ach ja. Muss noch mal gucken, ob ich da irgendwie ein cooles Thumbnail noch mit hinkriege dann. Oh. So, ich habe es mir mal ein kleines bisschen zugebaut und dann ein Thumbnail gemacht. So sieht man es halt vielleicht auch ein bisschen besser einfach. Mit hellen Blöcken oder so. Es macht so Spaß. Ich würde jetzt mal gerne mehrere davon in eine Welt ziehen. Mal gucken, ab wann es richtig hardcore anfängt zu laggen. Zunächst mal, wenn man von innen, beispielsweise von einigen Häusern, das ziehen will, dann muss man vielleicht sogar reingehen und von dort schießen. Plop, 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 plop. Ja, okay, jetzt wird es vielleicht ein bisschen laggy mit allen Armors da drin. Ja, das sind ein bisschen viele. Aber es funktioniert trotzdem, ne? Okay, das Dach wurde auch nicht ganz mitgenommen. Wir hätten es ein bisschen weiter oben machen müssen. Ah. Alter, jetzt, okay, jetzt noch ein bisschen laggy. Slash Spawn Point. Einfach mal hier. Und dann Kill. Okay, und dann habe ich die Dinger wieder gelöscht. Puh, also, wenn dann nur eins nach dem anderen. In dem Video, was Zethling gemacht hat, hat er mehrere machen können. Keine Ahnung wieso, warum, aber das war ein bisschen arg laggy letzten Endes. Wir machen mal ein Weizen- und Getreidefeld. Macht Spaß zu sehen, was draus wird. Der Effekt ist aber auch cool und das Ploppen ist so satisfying. Okay, und das Wasser verschwindet, glaube ich, auch komplett. Oh ja, und hier liegt jetzt Weizen einfach so rum. Auf der anderen Seite leider keine Karotten oder sowas. Wahrscheinlich war nicht komplett fertig. Also Seeds werden nicht draufgelegt, aber naja. Egal. Ich denke, ihr habt einen groben jetzt mitbekommen, um was es hier ging. Ich würde sagen, ich mache schon das Videoende, weil allzu viel mehr gibt es, glaube ich, nicht zu zeigen. Aber es macht einfach so Spaß. Okay, ich schieße jetzt nicht nochmal. Es macht einfach Spaß, damit rumzuböllern und testet es mal aus. Ich fand es cool, deswegen wollte ich euch zeigen. Bis demnächst, lasst krachen und tschüss.